Frau Mane, Sie haben vor kurzem da innerhalb von der Medics eine Praxis für Gynäkologie eingerichtet. Was macht eigentlich eine Gynäkologin? Also Gynäkologin ist eigentlich so etwas wie der Hausarzt der Frau. Ich fange an, junge Frauen zu betreuen, eigentlich wenn sie in die Pubertät kommen, und man betreut sie eigentlich bis ins hohe Alter. Und am Anfang betreut man die Frauen primär, weil sie Fragen zur Verhütung haben, Sexualthemen werden angesprochen, man spricht über Impfungen, die wichtig sind. Die Frauen werden älter, dann betreut man sie wegen Zyklusstörungen oder wegen anderer Sachen. Viele Frauen haben keinen Hausarzt, die kommen wirklich nur zum Gynäkologen. Und wenn der Gynäkologe der Meinung ist, ja, jetzt braucht es vielleicht doch noch einen Allgemeininternisten, dann überweist man sie. Dann werden die Frauen schwanger, dann betreut man die Schwangerschaften und die Geburten. Und dann werden die Frauen älter, kommen die ersten Probleme Richtung Wechseljahrsbeschwerden. Irgendwann ist man in den Wechseljahren. Und ja, da betreut man die Frauen weiter. Wie verläuft jetzt so ein Besuch bei Ihnen, wenn er zum Beispiel das erste Mal zu Ihnen kommt? Wie gehen Sie da vor? Das kommt ganz darauf an, warum die Frau zum ersten Mal zu mir kommt. Wenn ein junges Mädchen zum ersten Mal zu mir kommt und zum ersten Mal zu einem Gynäkologen überhaupt geht, dann macht man eigentlich nur ein Gespräch. Man bespricht, warum ist sie da, was möchte sie, was sind ihre Sorgen. Und man macht sicherlich keinen Untersuch, sondern schaut einfach mal. Wenn jetzt eine Frau kommt, zum Beispiel zu einer Routineuntersuchung, eine 30-jährige Frau, die kommt einfach zur Vorsorgeuntersuchung, dann hat sie einen Untersuch, man tastet die Brust ab, man macht einen Spekulumuntersuch, macht einen Krebsabstrich, macht vielleicht einen Ultraschall von Gebärmutter und Eierstücken, so ungefähr. In welchen Fällen sollte die Frau unbedingt zu einer Gynäkologin gehen? Eine junge Frau sollte regelmäßig gehen. Wir sind einer der wenigen Spezialisten, die eine Krebsvorsorgeuntersuchung anbieten, die wirklich bewiesenermaßen die Entwicklung von Krebs verhindern kann. Und zwar geht es da um den Gebärmutterhalskrebs. Das ist ein langsam wachsender Krebs. Deshalb können wir bei dieser Krebsstufe Vorstufen erkennen und können dort tatsächlich verhindern, dass eine Frau an Gebärmutterhalskrebs erkrankt. Das können wenig Ärzte, das kann auch der Gastroenterologe mit der Dickdarmspiegelung, aber ja, am besten sind da eigentlich wir. Eine Frau, die sexuell aktiv ist, die sollte wirklich regelmäßig gehen. Jetzt haben Sie den Weg gewählt, in einer Medikspraxis aktiv zu werden als Ärztin. Ja. Was glauben Sie, ist der Vorteil für eine Patientin, wenn sie zu Ihnen kommt? Die Medix-Praxen bieten eine gewisse Qualität. Medix-Praxen wollen eine nachhaltige Medizin anbieten. Man versucht also nicht, Leistungen auszuweiten. Man macht das, was vernünftig ist, was bewiesen ist, was etwas bringt. Und drängt nicht Patienten, noch mehr Abklärungen zu machen, als die vernünftig sind. Des Weiteren haben wir in den Medix-Praxen die Möglichkeit, uns mit Kollegen auszutauschen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Schwangere hier sitzen habe mit einem leicht erhöhten Blutdruck, dann würde ich vielleicht schnell noch nach nebenan gehen und mit einer Internistin darüber reden. Ich muss das nicht alleine mit mir abmachen. Das sind, denke ich, die zwei wichtigsten Punkte in einer Medix-Praxis. Danke vielmals für das Gespräch. Gerne.